Als ich heute früh aufwachte, begann der Tag nicht im Entferntesten so, wie ich gedacht hätte. Aber was soll man von Tagen, an denen sich dein Leben für immer ändert, auch schon groß erwarten? Ich will nur dich. Das wollte ich dir eigentlich schon vor einer ganzen Weile erzählen. Und was empfindest du für mich? Es ist, als ob der Rest der Welt ein alter Schwarz-Weiß-Film wäre und nur du in Farbe. Willkommen auf unserer Party, Will. Wovor hast du denn Angst? Hauptsächlich vor dir. Keine Sorge, ich beiße nicht. Meistens. Was weißt du über Werwölfe, Sachin? Auf der Party gestern habe ich möglicherweise einen gesehen. Will, das sind keine blass geschminkten, cool gekleideten, knackärschigen Vampire, okay? Echte Lykanthropen, die sind verflucht hart drauf. Und so wie sie dann das erste Mal töten, führt kein Weg mehr zurück. Du bist also eine von denen? Nein, eine von uns. Das sind Leute mit besonderen Vorzügen. Wovor fürchtest du dich überhaupt? Du hast doch die Wahl! Nein, hab ich nicht. Kapierst du das nicht? Nein, nein! Und heute Nacht, wenn der blaue Mond aufgeht, werden wir hier auf der Welt ein neues Zeitalter einläuten. Du bist kein Werwolf, verstehst du? Was zur Hölle geht dir eigentlich vor? Ich glaube, du hast Angst davor, dass, wenn du mich lieb hast, ich dich nicht zurücklieben werde. Und möglicherweise ist es auch umgekehrt. Stell mich auf die Probe. Es gibt zwei Arten von Menschen auf dieser Welt. Werwölfe auf Anabolika! Die, die sich nehmen, was sie wollen. Eliana! Und dann noch die Opfer. Nein! Wozu gehörst du, Will?